habe ich ja noch nicht erlebt. Was alles nicht nied- und nagelfest war, hat es hier weggerissen. Also es war grauenhaft. Also der Wirbelsturm ist direkt hier rüber gekriegt und hat das ganze Dach runtergerissen. Das ganze Dach, sehen wir ja selber, ist weggeflogen. Dachziegel können rumfliegen, können die Unterbahn beschädigen. Das heißt, es kann auch Wasser eintreten ins Haus. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Von einem Sturm spricht man bei einer Mindestgeschwindigkeit von 75 km pro Stunde. Erreicht ein Sturm eine Geschwindigkeit von über 118 km pro Stunde, nennt man ihn Orkan. Tornados sind meistens noch gefährlicher und können Geschwindigkeiten von über 500 km pro Stunde erreichen. Orkane etwa entstehen vor allem im Herbst und Winter über dem Nordatlantik. Polare Kaltluft trifft auf milde Meeresluft. Dieser Temperaturgegensatz lässt starke Winde entstehen, denn warme Luft dehnt sich aus, der Luftdruck erhöht sich und die Luft strömt in Richtung niedrigerem Luftdruck, also Richtung kalter Luft. Je größer der Temperaturunterschied, desto gewaltiger der Sturm. Stürme und Orkane richten in Deutschland immensen Schaden an. Vermutlich durch den Klimawandel verursacht, treten in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt Stürme mit hoher Intensität auf, etwa Lothar 1999, Kyrill 2007 oder Xaver 2013. Die Folgen sind oft verheerend. Wir waren gar nicht da, wir waren zum Essen in Wadenburg. Komm, hier um die Ecke, da liegt der ganze Kram, ne? Der komplette Dachstuhl, der wird wohl umgedeckt werden müssen. Da sind auch teilweise Mauern rausgerissen worden. Also hier ist eine richtige, ziemlich starke Windhose durchgegangen. Ja. Dabei sind bestimmte Regionen in Deutschland unterschiedlich betroffen. Und das bestimmt auch, wie wir unser Haus und uns schützen können. Deutschland ist in vier Zonen aufgeteilt. Die jeweiligen Windstärken sind regional sehr unterschiedlich. Je weiter man in den Süden kommt, desto weniger windig wird es. Ausnahme sind Teile der Alpenregion. Wenn da gebaut wird, dass man hier also besonders drauf schaut, also lieber eine Windzone nach oben zu gehen und hier auf Nummer sicher zu gehen. Also das ist ganz wichtig, also diese regionalen Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Die größten Schäden entstehen nicht dort, wo der Wind auftrifft, sondern an der windabgewandten Seite. Dort hebt der Windsog die Dachziegel an, denn hier entsteht ein Unterdruck. Ist der Sog stark genug, beginnen sich die Ziegel oder auch Putz zu lösen. Ich habe als Hausbesitzer oder als Bauherr natürlich eine Verkehrssicherungspflicht. Also von meinem Gebäude darf keine Gefahr ausgehen. Und aus diesem Grund muss ich eben auch eine Windzugsicherung meiner Dachziegel machen. Also das ist jetzt eine spezielle Klammer aus Edelstahl. Die wird auf das vorgestanzte Loch gesetzt, die Schrauben reingedreht. Und dann klickt der nächste Ziegel klickt dann in diese Klammer mit ein. Das heißt also, mit einer Klammer fixiert man mehrere Ziegel. Diese sogenannten Sturmhaken halten dann die Ziegel fest am Tragwerk. So eine Investition lohnt sich. Flachdächer sind am anfälligsten für die Wirkung des Windsogs. Hier kann eine Auflast helfen. Kies, Beton oder eine Grünfläche. Und wenn es einmal stürmt, suchen Sie sich einen sicheren Raum, der Ihnen Schutz bietet. Umherfliegende Gegenstände wie Ziegel oder auch Bäume können lebensgefährlich sein. Achten Sie also immer auf Ihre eigene Sicherheit und sichern Sie Ihr Dach rechtzeitig. So wird ein Sturm nicht zu einer Gefahr für Sie und Ihr Gebäude.